damit willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Ja, beim letzten Mal haben sie uns hier in diesen Wandschrank eingesperrt. Und ich würde sagen, wir rächen uns dafür. Machen mal ihre Party ein wenig netter. Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Das war ich. Ich hab's nicht gemacht. Vielleicht war's Jody. Und ein Tableflip? Bestimmt. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lass mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund zur Panik. Hey, ich wollte sie nur einsperren. Mehr nicht. Fenster! Los, die Fenster! Auch alle zu. Verschlossen! Leute, wenn das ein Scherz ist, ist er echt nicht witzig. Bam! Dumme Nutte. Was war das? Fall nicht auf deine blöden Tricks rein, Jody. Hörst du mich? Versteck dich schön. Ich weiß, dass jemand hier ist. Hilfe! Hilfe! Ah, du Spinner. Wollte ich aber nicht. Ein bisschen anschmeißen ist ja kein Problem. Da drüben! Es ist da drüben! Hatte so eine weiche Landung. Sie haben das verstanden. Was kommt schon mit dir los? Habt ihr verdient. Kirst! Mein Gott, was ist passiert? Die wollten uns töten! Sie ist der Teufel! Die wollten mich töten. Verdreh mal nicht die Tatsachen, Fräulein. Komm mit, Jolly. Gehen wir nach Hause. Muss sein. Ich meine, wenn sie mich rausgeschmissen hätten, okay, aber zuerst einen Arm verbrannt und dann eingesperrt. Lass das rein! Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Hä? Na los, geh zu ihm. Wer? Ach so. Ich warte hier, Schätzchen. Hier der komische Doktor, oder? Also ist das mehr so eine Art Ziehvater, oder? Hallo, Jody. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich.
Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Nein, wir legen sie mal artig zurück. Und dann setzen wir uns eine Runde. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. Sein Ghostbuster. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Keine Ahnung. Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Wer soll ich denn das wissen? Kannst du ihn für mich malen? Malen wir eine Runde. Was hat sie da gemalt? Stört es dich, wenn ich es ansehe? Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Natürlich. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Monster? Was für Monster? Willkommen bei der CIA. Na dann. Central Intelligence Agency. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Also den Raumausstatter. Der gehört echt verprügelt. Oh Gott, sieht das langweilig aus.
bisschen jump. Komm schon hoch! Hopp, hopp! Hopp. Was haben wir hier? Was? Diese falsche Richtung, ich weiß noch nicht in welche. Ja, da würde ich sagen unten drunter. Los, fest zugreifen! Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Heut noch! Ganz genau so hoch! Ups. Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Jody, du Pisser! Ach! Da haben wir unser Kampftraining mal wieder. Gucken, ob ich sie noch drauf hab. War ja nicht so schwer. Ja, wir nehmen es mal eben mit. Was ist das? Gucken, jawohl. So, was haben wir denn? Boxen. Treten. Nochmal. Runter und nochmal treten. Na? So. In Deckung. Ziehen, schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Ach, Scheiße. Hä? Was ziele ich denn? Absolut Pipifax. Das Ergebnis ist natürlich 2. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Fast wie Dosen werfen. Gut. Und jetzt weiter. Und für was wollen Sie mich so trainieren? Kein fetten Arsch. Los jetzt!
runter. Mach schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Wir sind doch schon. Also heilen. Das ist cool. Was war das denn? Hab ich gedrückt halten? Na, soll ich nicht gedrückt halten? Dann leg mal los. Ja? Soll ich jetzt gegen beide gleichzeitig kämpfen? Nicht übel. Tja. Wird immer besser. Soll ich mich durchschleichen oder wie? Gut, das sieht ein wenig schwierig aus. Würde ich sagen, bevor wir daran gehen, gibt es auch hier erstmal einen Cut. Bis zum nächsten Mal.